Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Möbelkutscher. Ich weiß nicht, warum ich immer guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend sage. Denn für mich ist es jetzt gerade morgen, für euch aber nicht. Ha, komisch. Muss mal gucken, ob ich mir das noch abgewöhne. Fühlt euch herzlich willkommen hier an Bord von Kriemhild. Wir sind unterwegs nach Irland und Nordirland. Das wird also durchaus eine lustige Tour diese Woche. Ich hoffe, ihr habt alle genug Proviant dabei, denn ich gehe mal davon aus, dass diese Tour, also dieses Video, nicht das kürzeste wird in meiner Karriere. Ihr wisst Bescheid. Ich bin gut gelaunt, man merkt es vielleicht ein ganz kleines wenig, vielleicht. Und einmal zum Nachtrag. Wir sind jetzt hier auf der M6 Toll bei Birmingham. Ja, ich habe das alles, was vorher war, nicht aufgenommen. Ist aber nicht schlimm. Hab da nämlich alles schon sehr oft gesehen und deswegen habe ich mir gedacht, komm, konzentrieren wir uns mal auf die spannenden Sachen. Und die liegen alle noch vor uns. So ist es. Ah, herrlich. Jetzt sind wir endlich auf der Autobahn. Ich bin heute Morgen erst gestartet. Gestern Abend bin ich noch bis hierhin gekommen, habe gepennt auf dem Rasthof M6 Toll. Und wir haben jetzt noch so ein bisschen was vor uns, bevor wir die Fähre in Holyhead erreichen. Ja. Sieht also ganz gut aus. Ich fütter mal gerade das Navi, mal fragen, wann wir denn ungefähr da sind. Und da vorne kommt das schon die Mautstation. Ach ja, da müssen wir dann einmal die Karte schnell durchziehen. Ach, 13:30 sind wir da. Da sind wir aber pünktlich, da kriegen wir ja die Mittagsfähre. Das ist schön. Dann kann ich heute ganz in Ruhe verzollen, denn diese Tour wird uns wahrscheinlich bis Samstagmorgen beschäftigen. Ja. Wir haben eine 5-Stellen-Tour, 2 Kunden in Irland und 3 Kunden in Nordirland bis oben an die Küste bei Larne. Und dementsprechend werde ich das nicht an einem Tag schaffen abzuarbeiten. Wir fangen also morgen am Mittwoch an mit der Entladung. Da hat unser erster Kunde, okay, da steht einer mit Warnblinker drin, das ist natürlich richtig uncool. Das machen wir nicht, dann stellen wir uns hier an. Ja, unser erster Kunde kriegt quasi alles, also fast alles. Der hat irgendwie über 60 Kubik und wir haben 75 geladen. Ne? Aber dass ihr schon mal einen Eindruck davon habt. Jetzt fahren wir einmal hier durch die schmale Mautstation. Mache ich eigentlich ungern, genau wegen dem, was ihr habt es nicht gespürt, wegen Gimbal und so. Aber hier sind übelste Bodenwellen drin. So, muss ich einmal an den Kassenautomaten meine Karte durchziehen. Eine Sekunde, bitte. Ah. Zack, da ist er ja schon oben, die Scheranke. Und weiter geht's. Jetzt kann wieder drüben hoch. Tja, ich wollte euch eigentlich heute Morgen wunderschöne Schneebilder zeigen. Ja, wollte ich. Denn als ich hier gestern Nacht angekommen, also letzte Nacht angekommen bin, nachts ich glaube Mitternacht, ja, kurz vor Mitternacht, da war hier alles weiß. Denn Großbritannien hatte einen Wintereinbruch am Freitag und Samstag. So, und dieser Wintereinbruch ist schon wieder ausgebrochen. Wisst ihr Bescheid? Naja, dementsprechend kein Schnee, es tut mir leid. Vielleicht kriegen wir aber in Irland noch Schnee, denn ich weiß nicht, ob diese Kaltfront sich schon komplett aufgelöst hat oder ob da noch was in Irland hängt. Wir werden es aber sehen. Wie gesagt, wir haben Balbriggan, dann fahren wir nach Dublin, zweiter Kunde, dann fahren wir hoch nach Belfast, Antrim und Larne. Und werden dann am Samstag wieder zu Hause sein. Ja. Dementsprechend ist es natürlich gut, wenn ihr genug Sitzfleisch dabei habt. Ich habe es.
Und jetzt gehen erst einmal ganz, 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 ganz wichtig spezielle Grüße raus an unsere Tatjana. Leute, ihr alle habt von Tatjana schon mal gehört oder gelesen. Tatjana ist ein ganz besonderer Mensch mit einem extremen Lebensmut. Und das, obwohl das Leben ihr gegenüber echt ein Arschloch ist. Man kann das leider nicht anders sagen. Ja. Tatjana hat im Leben sehr viel Pech gehabt und dieses Pech reißt einfach nicht ab. Sie ist jetzt an einer, was heißt jetzt, also sie ist zusätzlich noch an einer Krankheit erkrankt. Eine Nervenkrankheit, ich komme gerade nicht auf den genauen Namen, ist jetzt aber nicht so schlimm. Es ist eine Nervenkrankheit und dementsprechend ist das für sie überhaupt nicht schön. Tatjana, ich wünsche dir im Namen der gesamten Community alles nur erdenklich Gute, das weißt du. Wir alle sind froh, dass wir dich noch bei uns haben und wir hoffen, dass wir dich noch sehr lange bei uns haben können. Bleib bitte immer wie du bist, behalte deinen Mut und stecke viele Menschen damit an, genauso wie du mich damit angesteckt hast, ja? Du bist für mich, das habe ich dir, glaube ich, das habe ich dir persönlich auch schon gesagt, du bist für mich ein leuchtendes Vorbild für vieles. Und warum, Leute? Warum ist die Tatjana für ein Vorbild für mich? Ganz einfach. Wir leben in einer Zeit, wo nicht alles ganz so toll ist, ja? Ja, ich weiß, wir haben Corona, bla bla bla, Politik ist auch nicht so toll, bla bla bla. Aber Leute, wisst ihr was? Tatjana ist ein Mensch, der ungeheuer leidet. Und trotzdem sagt sie, mir geht's doch gut. Ich habe genug zu essen zu Hause. Ich habe ein Dach über dem über dem Kopf. Ne? Und mir ist warm. Ich kann heizen. Und vielleicht ist es genau das. Vielleicht ist es wirklich genau das, auf was wir alle uns mal wieder zurückbesinnen sollten. Anstatt immer nur schwarz zu malen und nur das Böse in der Welt zu sehen, lasst uns doch mal darauf zurückbesinnen, was wir denn alles haben. Und ich finde es traurig, dass uns sehr, sehr kranke Menschen, denen es eigentlich richtig dreckig geht, dass die uns erst das Gute im Leben zeigen müssen. Versteht ihr das, wie ich das meine? Wir regen uns alle im Augenblick wieder über Corona auf. Da gibt es wieder so ein paar Maßnahmen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Die finde ich ja auch nicht schön. Ja? Aber, ey Leute, wir haben es doch, die meisten von uns haben es richtig gut. Richtig gut. Wenn ihr gesund seid oder halbwegs gesund seid, wenn eure Verwandten gesund sind, halbwegs gesund sind, dann ist das was richtig, richtig Tolles, was man zu würdigen wissen muss. Wenn man keine Sorgen hat, morgen zu verhungern, weil man nämlich sich Essen leisten kann. Wenn man sauberes Wasser hat, sogar diesen ungeheuren Luxus, den wir haben, dass wir in sauberem Wasser duschen können, Mensch, oder baden. Dann ist das was, worüber wir froh sein können. Dann ist das was, was uns eigentlich dieses ganze Corona-Dilemma und Politik-Dilemma eigentlich lächerlich vorkommen lassen sollte. Wisst ihr das, wie ich das meine? Es geht in der Welt, geht es so dreckig zu. Vielen, vielen, vielen Menschen auf dieser Erde geht es so beschissen. Und wir jammern. Ich auch. Ich bin auch, oftmals denke ich auch so, oh ja, das ist jetzt aber auch doof. Und es ist eigentlich Quatsch. Es ist vollkommener Quatsch. Wir leben in einem Land, in dem wir sicher sind. Ja, auch wenn es jetzt Leute gibt, die das anders sehen und sagen, oh, wir haben aber so viele Leute, die sind hierher gekommen und die wollen uns ja nur so Böses. Alter, es gibt Länder auf der Welt und das sind die meisten Länder auf dieser Welt. Da kannst du dir nicht sicher sein, ob du morgens das Haus verlässt und abends wieder nach Hause kommst. Ja? Also ist selbst das ein Riesenluxus, den wir haben. Ne? Dann leben wir auch noch in einem Land mit einem Krankensystem,
was es uns ermöglicht, uns kostenlos quasi behandeln zu lassen. Ja, ich weiß, es ist nicht kostenlos, weil uns wird ja auch dafür Versicherungsbeiträge abgezogen. Ja. Aber dann, wenn ihr es braucht, müsst ihr keine Hunderttausende bereitlegen, um euch behandeln zu lassen. So wie zum Beispiel im Wunderland USA. Ja. Die halten sich immer für so toll da drüben und sind dabei so rückständig. Uah. Naja, ist aber ein anderes Thema. Aber ich hoffe, dass ich euch damit... Ich weiß, die meisten von euch sind ja richtig gepolt. Die wissen ja, worum es geht im Leben, ne? Ist ja nicht so, dass ich hier mit Leuten mich unterhalte, also einseitig Monologe stricke, die das nicht verstehen. Aber ich möchte uns alle daran wieder erinnern, denn auch ich weiß, dass man gerne in Muster zurückfällt. Und wenn es euch beim nächsten Mal dreckig geht oder ihr glaubt, die Welt stürzt über euch ein, dann denkt mal bitte an Menschen wie Tatjana. Menschen, die zum Leben ein Beatmungsgerät brauchen, ja? Und die trotzdem dastehen und sagen, hey, mir geht's im Grunde doch ganz gut. Ich darf noch atmen, ich wache morgens auf, ich schlafe abends ein, ich kann meine Wohnung warm machen und ich kann essen, ich kann trinken, zurückbesinnen auf das, was wichtig ist. Ganz wichtig zum Beispiel für mich ist die Familie, dass man weiß, dass es den Lieben daheim gut geht und dass man sein Bestes tut, um sie zu unterstützen, dass sie sein Bestes tut, damit die Kinder zu aufrichtigen Menschen werden. Ja? Und da geht es nicht darum, dass die erfolgreichsten Menschen werden, die am meisten Kohle verdienen. Nein. Aufrichtige Menschen, die gerade durchs Leben gehen, deren Kompass in die richtige Richtung zeigt. Das ist mir wichtig. Das ist mir richtig wichtig. Und damit kommen wir, glaube ich, schon wieder auf das nächste Thema, über das ich auch ganz gerne mit euch reden würde. Und zwar, was mir immer auffällt in letzter Zeit, ist, dass was in Deutschland so ein bisschen verloren geht. Wenn man mal guckt, wie viele Handwerksbetriebe aktuell kein Fachpersonal finden oder noch schlimmer, noch nicht mal Azubis finden, um diese dann zu Fachpersonal auszubilden, wird mir manchmal Angst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Denn was wir nicht vergessen dürfen, dass unsere Wirtschaft, unser sehr fortschrittliches System allgemein darauf beruht, dass wir Menschen in diesem Land haben, die mit ihren Händen was schaffen können. Und damit meine ich nicht, Texte auf einer Tastatur einzugeben. Na? Ihr wisst, wie ich es meine. Ich spiele jetzt aber auch keinen Beruf runter, der genau das macht, ja. Definitiv nicht. Aber ich sage immer wieder, die glücklichsten Menschen riechen wie ein Iltis, wenn sie abends nach Hause kommen. Das ist einfach so. Man kann sein Leben lang hart arbeiten und kann trotzdem glücklich sein, weil man das erreicht hat, was man möchte. Und da sind wir wieder rum an dem Punkt, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Wenn man seine Familie ernähren kann und glücklich ist in seinem Beruf, dann ist das ein riesengroßer Segen. Ne? Ja, ich bin jetzt so ein bisschen ausgeschweift von Höchstchen auf Stöckchen gekommen, ich weiß. Aber manchmal muss das einfach so sein. Ihr wisst das ja selber. Ich benutze diese Videos ja nicht letztendlich nur, um tolle Fahrszenen zu machen oder schöne Länder zu zeigen, sondern auch, weil ich meine Ansichten in die Welt tragen will. Warum will ich das machen? Ja, weil ich einfach, wie gesagt, das Gefühl habe, dass viele dieser Werte, die ich gelernt habe, die mir beigebracht wurden, dass viele dieser Werte einfach irgendwie verloren gehen. Ne? Und
ich bin ja nicht der Einzige, der das denkt oder merkt. Das sind ja ganz viele von euch, die es ganz genauso sehen. Und da frage ich mich immer, warum ist das eigentlich so? Warum möchten nur noch so wenige Menschen in diesem Land hart arbeiten oder körperlich arbeiten? Ey, ohne geht's nicht. Wir brauchen diese Menschen. Das ist wie ein Ameisenstock. Du brauchst 10.000, 100.000 Arbeiterameisen, damit dieser Staat existieren kann, dieser Ameisenstaat. Diese riesengroßen Ameisenhaufen, die als Kolonie hundertprozentig zusammen funktionieren. Die funktionieren aber auch nur deswegen, weil es ganz viele Menschen gibt oder ganz, ganz viele Individuen gibt, die hart arbeiten im Kollektiv. Oh ja, oh, jetzt hat er wieder so ein grundkommunistisches Wort benutzt. Ja, ich weiß. Die meisten von euch werden es mittlerweile mitbekommen haben, dass ich sehr sozial geprägt aufgewachsen bin. Oder sagen wir es mal ganz einfach, nehmen wir es mal beim Wort. Ich bin sozialistisch geprägt aufgewachsen. Ja. Weil ich bin einfach der Meinung, dass viele viel bewirken können. Einzelne können nur ihr eigenes Glück machen, ne? Das ist einfach so. Aber wenn viele Leute zusammenarbeiten, egal ob im Beruf oder privat, zu Hause, wenn viele Leute sich gegenseitig unterstützen, Alter, da kann man Sachen erreichen, das glaubt ihr gar nicht. Ich weiß noch, dass bei uns im Ort damals in meiner Kindheit, da sind ganze Neubaugebiete aus dem Boden geschossen in Nachbarschaftshilfe. Ja, natürlich nicht komplett, aber wie viel die Leute sich da unterstützt haben, ne? Da hat man einfach gegenseitig angepackt. Die Leute sind ganze Woche arbeiten gewesen, egal ob in der Holzindustrie, also bei uns in der Umgebung gab es sehr viele holzverarbeitende Betriebe. Es gab die Metallindustrie, Maschinenbau und so, das gab es auch. Die Leute haben die ganze Woche gearbeitet und am Wochenende sind die Männer los und haben gegenseitig unterstützt. Natürlich nicht jedes Wochenende, muss ja auch nicht sein. Aber es gab immer irgendwo was zu tun und am Ende des Tages wurde dann leckeres Feierabendbierchen getrunken und alle waren glücklich. Na? Die Kinder haben gemeinsam miteinander gespielt, die Frauen haben sich miteinander verstanden, haben sich gegenseitig unterstützt. Ich meine, kommt es mir nur so vor oder ist das weg? Gibt es noch Ortschaften, in denen das so ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Aber ich würde mir wünschen, dass dieses gerade von mir beschriebene Prinzip ist, das wieder mehr werden könnte, ey. Ist genauso wie mit unserem Job, ne? Der Job des Berufskraftfahrers. Ich weiß, dass der sehr unbeliebt ist. Und der ist vor allen Dingen deswegen unbeliebt, weil man halt die ganze Zeit weg ist. Fernverkehr fahren ist nicht angenehm. Nahverkehr fahren ist genauso unangenehm. Weil das ist, ich sag mal, Nahverkehr ist immer die Steigerung, was Stress und Co. anbelangt, ne? Das adaptiere ich zumindest aus meiner Zeit bei DPD so heraus. Ja? Ich kann jetzt nicht für den Getränkelieferanten sprechen, der mit einem 40-Tonner Getränke ausliefert. Kann ich nicht? Weiß ich. Ja. Ich bin ja nicht allwissend, ey. Ich bin ja auch nur ein ganz stinknormaler Mensch, so wie ihr auch. Der seinen Kopf benutzt und zwischendurch mal einschaltet. Ne? Und ich weiß, dass unser Job echt nicht einfach ist. Und dass man da mehr oder weniger auch viel geboren sein muss. Aber Leute, wir müssen uns alle darüber im Klaren sein, dass wenn wir es nicht schaffen, den Bedarf in unserem Job zum Beispiel, jetzt beispielhaft der Berufskraftfahrer, wenn wir es nicht schaffen, das wieder auf Maß hochzukriegen, dass wir genug Fahrer haben, dann wird unser Wirtschaftssystem irgendwann vollkommen vor die Wand laufen. Und ich würde mir halt einfach wünschen, dass auch mehr junge Leute, gerade die jungen Leute, einfach diesen Job für sich entdecken können. Denn Alter, das ist ein so geiler Job, reisen zu können, die Welt zu sehen, natürlich auch körperlich zu arbeiten und vor Probleme gestellt zu werden, deren Lösung man ganz alleine bewältigen oder herbeiführen muss. Das ist was mir zum Beispiel eine ganze Menge gibt. Und ich bin mir sicher, es gibt viele junge Menschen da draußen, wenn die diesen Job mal erleben würden, würden sie sagen, Alter, das ist genau mein Ding. Weil wir sind keine, also wir, damit meine ich jetzt
unsere Zunft, uns Berufskraftfahrer, ja? Oder allgemein uns Kraftfahrer. Wir sind ja keine hohlen Menschen. Wir sind ja keine Uran-Utans, die man da hinsetzt und die dann irgendwie freudig an so einem Lenkrad drehen und die Welt ist schön. Nee. Wir sind Profis in dem, was wir machen. Wir sind hochqualifizierte Menschen, die in der Lage sind, Aufträge zu erledigen und Probleme zu bewältigen. Die in der Lage sind, damit klarzukommen, in verschiedenen Zeitzonen, Klimazonen unterwegs zu sein. Die damit klarkommen, von der Familie getrennt zu sein. Die aber auch in der Lage sind, Sachen zu sehen und zu erleben, die sonst kaum ein Mensch erleben kann. Zumindest nicht von einem Büro aus. Ne? Menschenkontakt. Ohne Ende. Ey, von meiner Meinung nach der geilste Job der Welt. Wisst ihr ja. Das ist meine Meinung, die vertrete ich so. Ach, was würde ich mir wünschen, dass es wieder irgendwie so ein bisschen mehr in die schaffende Richtung gehen würde in unserem Land. Das würde ich mir echt wünschen. Dass wir die Leute wieder auch dazu erzogen werden, anzupacken. Na? Das wäre cool. Ich kann mich noch sehr, sehr, sehr gut daran erinnern, wie mein Vater damals zu uns sagte, wir sind eine große Familie, muss ich dazu sagen. Ich habe viele Brüder. Ja, 6 Stück. Und 2 Schwestern. Und mein Vater sagte zu uns allen, ihr lernt handwerkliche Berufe. Ihr könnt danach ja machen, was ihr wollt, aber lernt doch erstmal ein Handwerk. Irgendwas, auf das ihr immer zurückgreifen könnt und in dem ihr immer euer Leben lang arbeiten könnt. Egal, was dann kommt. Aber mit einem Gesellenbrief in der Tasche, ja, habt ihr immer eine Basis, um euer Leben zu bestreiten. Damals vielleicht nicht ganz verstanden, ne? Aber heute umso mehr. Denn Recht hat er gehabt. Das muss man ganz klar mal so sagen. Wer lernt in seinem Leben, was mit seinen Händen zu machen, zu bauen, Werkstücke herzustellen oder dergleichen, ja? Der hat damit das Handwerkszeug, um sein ganzes Leben lang davon auch leben zu können. Das muss man mal ganz klar so sagen. Wenn ich zum Beispiel sehe, ein anderes Beispiel jetzt, ne? Wenn ich zum Beispiel sehe, wie viele Menschen heutzutage Mediengestalter werden, ja? Das ist ja, oh, da war ein Longliner, habt ihr gesehen? Da werden so viele Leute, werden heutzutage Mediengestalter und es gibt überhaupt nicht den Bedarf daran. Da wird völlig über Bedarf ausgebildet, also wirklich völlig über Bedarf. Und das ist was, damit kannst du später, außer in dieser Fachrichtung, kannst du damit nichts groß anfangen. Da lernst du nicht, wie du dir ein Haus baust. Ist leider so. Da lernst du auch nicht, wie du eine Wasserleitung verlegst, wie du eine Wand verputzt, wie du Fliesen aufstemmst und neu verlegst. Ne? Wisst ihr das, wie ich das meine? Ich will das nicht schlecht reden, definitiv nicht. Das Recht habe ich ja gar nicht. Aber ich möchte dieses Beispiel anbringen, dass man sieht, okay, mit dem einen, das ist brotlose Kunst, das kannst du lernen, hast vielleicht sogar einen schönen Job gelernt und hast vielleicht sogar genau das gelernt, was du willst, aber du wirst dein Brot nicht damit auf den Tisch bringen können, weil nämlich irgendwie gefühlt 200.000 Leute über Bedarf ausgebildet sind und für dich gar kein Platz da ist. Weil dann passiert nämlich das, was in vielen, vielen Bereichen passiert, dann haben nur die Besten der Besten der Besten der Besten eine Chance, damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und das ist doch schade, oder? Es ist doch einfach schade. Naja, Leute, so. Ich habe jetzt eine ganze Menge erzählt. Ich muss mal gucken, was ich davon wie drin lasse. Aber wahrscheinlich bin ich wieder so, dass ich einfach meinen Gedankengulasch komplett vor euch auskippe. Und am Ende hoffe, dass ihr damit was anfangen könnt. Ja. So, wir sehen uns später wieder, wenn wir Wales erreicht haben, okay? Gut, ringehauen, bis später.
So, Freunde, herzlich willkommen hier in Holyhead, am Heiligen Kopf. Ja, so. Wir werden jetzt gemeinsam in den Hafen reinfahren. Das haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Und diesmal machen wir es auch wieder gemeinsam. Und ich denke mal, dass ich nachher das drauffahren auf die Fähre, das werde ich mal mit Kopfkamera machen, wa? Also ISO-Perspektive, ISO. Ist doch was, ne? Wollen wir das nicht mal machen? So. Herrlich. Ich suche jetzt mal schnell hier alle Papiere raus, die ich brauche. Und dann können wir uns anmelden. Hallo, Sir. Kitchen Furnitures, 10 tons. Okay, thank you very much. Have a nice day. Und schon sind wir drin. Und wieder Reihe 518. Kriegen wir hin, ne? Das kriegen wir doch wohl hin. Zoll hat kein Interesse an uns. Er hat da auch schon alles ausgedruckt, keine Ahnung wieso. Normalerweise will er zumindest noch die PBN-Nummer sehen, auch das wollte er nicht. Aber naja, soll uns Rille sein, ne? So, warum bleibst du da stehen? Fahr! Die weiß nicht, wo sie hin will. So, der Zettel kommt nach vorne in die Scheibe, 518. Okay, Kennzeichen passt. Mein Name passt auch, ja. Siehst du, kennen mich doch schon die Jungs. Die wollen meinen Namen gar nicht mehr wissen, weil sie ihn schon kennen. Mr. VIP. Naja, nicht wirklich. Ach, herrlich. So, wir haben jetzt aber gleich noch ein bisschen Zeit, bis die Fähre ablegt. Die fährt nämlich um 14:45 und jetzt ist es 12:39 Uhr. Das heißt, 2 Stunden. Oh, Entschuldigung. Vorne stehen auch schon die beiden Schiffe. Ich bin mal gespannt, wie die See heute ist, weil jetzt hier im Hafen sieht sie zwar still aus, aber vorhin, als ich am Meer vorbeigefahren bin, haben wir noch gesehen, dass da nicht gerade wenig los ist. Der letzte Huckel, an den denken wir, weil der hat es in sich. Und stehen auch einige LKWs da. Sagen wir mal.
So, dann hole ich mir gleich was von meinen Wasservorräten ins Auto rein. Also mein Wasser ist ja immer im Außenstaufach. Weil ich mache mir jetzt gleich erstmal ein bisschen was zu futtern. Ich habe keinen Bock hier 2 Stunden zu warten, bis es auf die Fähre geht und da erst zu essen. Ich mache das also vorher. Ja. Jetzt bleiben wir erstmal stehen. Motor aus. Licht aus. Sehr schön. Mal gucken. Ja, Stena Adventure. Mal wieder. Okay, dann fahren wir mal mit der Stena Adventure. So, Papierkram einmal sortieren. Ganz wichtig ist dieser Schein hier und ich weiß auch gar nicht, warum das Kamerachen mich nicht mehr. Da, da ist doch mein Face. Ne? Gut. Also Leute, ich werde jetzt hier, wie gesagt, schnell was zu essen machen und dann geht es dann irgendwann aufs Schiff und schauen wir mal weiter. Drin gehauen, bis später. Ach, der heutige Tag, der ist natürlich einfach nur so ein bisschen Rumgammel quasi, ne? Bin 4 Stunden gefahren, fahre jetzt auf die Fähre. Nachher mache ich noch meinen Zoll, was ja auch keine große Sache ist. Oh, es geht los. Und dann geht's bis kurz vorm Kunden im Barbrigan und dann ist schon wieder Feierabend. So, dann wollen wir mal. Wollen wir mal rauffahren auf die Fähre. So. Okidoki. Auch hier gilt wieder, lieber unten warten, als mitten auf der Rampe stehen zu bleiben, ne? Mal rauf auf die Adventure. So. Bin mal gespannt, wo sie uns einparken lassen. Heute ist ja nicht ganz so viel los hier. Was jetzt hier gerade vibriert. So, jetzt sollen wir hier links in die Reihe rein. Das machen wir natürlich auch. Und dann stehen wir direkt an der Wand. Ob ich dann noch aus dem LKW rauskomme, das weiß ich nicht. Ihr seht es ja selber, hier wird man genau zwischen LKW und Wand eingekeilt und das ist extrem scheiße. Das ist wirklich extrem scheiße. Sollen wir noch in den Spiegel gucken?
jetzt kriege ich auch nicht mal mehr die Tür auf. Also das ist so, man sich ja scheiße ausgedacht. Da muss ich noch mal ein bisschen weiter vor. So. Damit ich hier wenigstens die Tür so halb aufkriege, um dann irgendwie auszusteigen. So. Okay, Leute. Das war's dann schon. Jetzt werde ich hier mal schnell die Schuhe anziehen. Was ich noch brauche, ist einmal hier Kulturbeutel, Portemonnaie, Mobiltelefon. Ganz wichtig. Natürlich ist auch extrem wichtig, dass wir unsere Mask einpacken. Was brauche ich noch? Ach, ein paar Zigarettchen. Okidoki. Okay. Dann bis später. Ich bin mal gespannt, wo unsere Kabine ist. Da ist er. Herrlich, Leute. So, da bin ich. Jetzt kann ich auch die Maske endlich abnehmen. Das ist unsere Kabine übrigens, ne? Und ihr seht richtig, ich war beim Friseur. Gut, wa? Kann man mal machen. So, ich zeige euch mal einmal hier die Kabine. Wir sind ja jetzt hier, ich war gerade schon essen. Da filme ich aber grundsätzlich nicht, weil da sehr viele Fahrer sind. Und die wollen ja nicht alle gesehen werden im Internet. So, da haben wir einmal hier die Nasszelle. Und könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich gesagt habe, in Malaga, dass die Dusche so groß ist wie eine ganze Kabine auf einer Fähre? Jetzt wisst ihr, was ich meine, oder? Alter Falter. Das Hotel, ey, da erinnere ich mich ja gerne dran zurück. Okidoki. So, Leute, jetzt werde ich gleich duschen gehen. Dann lege ich mich für eine Stunde oder zwei ins Bett. Und dann geht's zum Zoll. Da werde ich euch natürlich wieder mitnehmen. Ne? Ganz klare Sache. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf diese Woche. Wisst ihr Bescheid? Rinjahauen. Moin, Leute. Zurück hier. Der Kaloi ist angekommen. Hört mal. Jetzt können wir uns gleich hier ein bisschen in Bewegung setzen. Ich habe aber rechts noch zwei, die unbedingt durchziehen müssen, die nicht warten können. Warten will er partout nicht. Das ist hier mit so einem MAN bist du langsamer unterwegs, da musst du zusehen, dass du dich noch möglichst gut vordrängelst. Das ist halt einfach so. Ne? Mann, 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 Mann. Nur aufpassen, dass mir nicht ein Spiegel abhaut hier. Und ein Volvo, der möchte auch unbedingt noch ganz, ganz dringend eher dran sein. Ne, ist ja nicht mal ein Volvo. Ist ja nur ein Renault. Nur ein halber Volvo. Ist ja nur ein halber Volvo. Ja, so, wir haben also Dublin erreicht und stehen jetzt schon wieder im Stau, bevor wir noch das Schiff verlassen. Weil natürlich der Zoll erstmal noch jeden guten Tag sagen möchte, so nach dem Motto, ne? Ist ja auch verständlich, ist deren Job, sollen sie mal machen. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, dass ich hier ein bisschen Licht im Auto anmache. So, sehr gut. Wunderbar. So kann man es aushalten. Ja, wie das Wetter ist, ihr werdet es gleich sehen. Also vor allen Dingen ist es erstmal dunkel. Auf dem Schiff hatten wir 15 Grad. Und jetzt kommen wir raus in Regen. Ich denke mal,
es wird deutlich kälter sein als 15 Grad. Und schon wieder stehen wir. Ach ja. Ja, ich habe mich gut ausgeruht. Ich habe echt geschlafen sogar. Das freut mich persönlich ja sehr. Denn meistens auf dieser kurzen Fähre komme ich nicht richtig dazu. Dementsprechend froh bin ich, dass es jetzt geklappt hat. Dann machen wir gleich noch einen Livestream. Ich habe jetzt noch eine knappe Stunde Zeit, ein bisschen über eine Stunde, um hier alles fertig zu machen, mich auf den Rastplatz zu stellen, wo wir dann gemeinsam Livestream zelebrieren werden. Ja. Regen. Bäh. Wer mag schon Regen? Niemand, ne? Ah, oh, herrlich. Und ihr seht's ja. Stau, Stau, Stau. Deswegen werden wir das jetzt einfach mal im Schnellvorlauf machen. Und wir sehen uns wieder, wenn ich beim Zoll stehe. Also, wenn ja. So, Leute. Dann bin ich der letzte LKW, der von der Fähre den Hafen verlassen hat. Aber egal, wir müssen eh zum Zoll und das ist kein Wettrennen, das Leben, ne? Also von daher, alles gut. Müssen wir erstmal bis zum Kreisverkehr, im Kreisverkehr drehen. Die meisten von euch werden das alles schon kennen. Ich weiß. Ich glaube, ich muss mal ganz freundlich fragen, ob wir irgendwann mal auch wieder mal nach Frankreich mal eine Tour fahren können oder so. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann, wenn es weniger zu tun ist in Großbritannien, dann die Möglichkeit. Ne? Wir fahren ja in letzter Zeit quasi nur noch nach UK und Ireland. Und vielleicht kommen wir ja mal irgendwann wieder nach Südfrankreich runter oder so. Das wäre auch mal ganz cool, ne? Ich werde da zwar nicht bevorzugt behandelt, also ich kann mir das echt nicht aussuchen. Aber wer weiß, vielleicht haben wir wirklich mal irgendwann ein bisschen weniger zu tun in Großbritannien, sodass wir auf mich hier oben da verzichten können, um mich dann irgendwo anders einzusetzen. Das wäre auch mal wieder ganz cool, ne? Ja. So. Herrlich. Was ein Mistwetter. Was ein Mistwetter. So, hier vorne rechts ist der Zoll. Aber wir müssen, wie gesagt, einmal dran vorbeifahren, im Kreisverkehr drehen, damit wir da aufs Gelände drauf kommen. Der war noch relativ seicht. Der nächste Huckel ist ein bisschen deutlicher. Ja. Blinker nach rechts, rechts einordnen, damit ich einmal rumfahren kann. Du, du, du. Und jetzt müssen wir hier raus. Auch wieder ein schöner Scania. Das finde ich immer geil, ne? Dass man sich auch noch gegenseitig grüßt. Und eine Antwort zurückkommt. Richtig cool. Der sah echt schick aus. Gut. Also jetzt müssen wir links, links. Hello! I just need my stamps on the paperwork. Where are you going? Customs? Yeah, yeah. Customs, yeah. Yeah, I know where I have to go. Yeah, looking around. Yeah, thank you. Ja, wir kennen uns ja hier schon bestens aus, ne?
Aber trotzdem müssen sie halt fragen. Ist ja auch mehr als vernünftig. Okay. Okay, jetzt macht es gleich Tock und dann sind wir hinten dran. Genau. Perfekt. Okay, Leute, dann gehe ich mal schnell meine Sachen erledigen. Bis später. Okidoki, Leute. So, Zollformalitäten Part 1 ist erfüllt. Warum Part 1? Ja, weil wir in Nordirland morgen nochmal zum Zoll müssen. Oder übermorgen, je nachdem, wie ich es schaffe, ne? Jetzt heißt es ab Richtung Balbriggan auf dem Parkplatz, auf dem Applegreen Rasthof, Feierabend machen und dann geht's morgen in alter Frische weiter, wahrscheinlich so gegen 8. Viel eher nicht. Kriegen die Jungs da nämlich so oder so nicht hin, eher anzufangen und dann effektiv auch was zu schaffen. Dementsprechend, oh, schön ruhig hier bei dem Huckel. Genau, das ist nämlich dieser ganz schlimme. Oh, der ist echt übel. Boah, das rappelt hier überall in dem Auto, ne? Echt, ey. Man merkt dem Auto halt an, dass es fast eine halbe Million Kilometer gelaufen hat, ne? Das merkt man ihm jetzt echt an. Übrigens, viele von euch werden es noch gar nicht mitbekommen haben. Wir haben bei uns in der Firma mit unseren Scanias ein paar Probleme gehabt in letzter Zeit. Und die hängen im direkten Zusammenhang mit mangelhaften, also wirklich mangelhaften, verkackten Getriebeölfiltern. Hä? Denken sich jetzt viele. Was ist denn an einem Getriebeölfilter? Was kann da denn mangelhaft sein? Ja, diese Filter sind gerostet, waren am Rosten und zwar von innen nach außen. Ja, ein Ölfilter, der rostet. Man mag es nicht glauben, ist aber so. Und zwar haben die genau unter der Gummilippe, die zum Abdichten ist, haben die angefangen zu blühen, haben die Gummilippe nach weggedrückt, sind undicht geworden und das hat bei uns zu 3 Getriebeausfällen geführt. 3. 3-mal Getriebeschaden. Herzlichen Glückwunsch, ne? So, jetzt haben wir meiner ist wieder getauscht worden jetzt, letzte Woche. Am Freitag bin ich bei Scania gewesen, bei uns in unserer Werkstatt des Vertrauens. Die Jungs, die machen echt wirklich top Arbeit. Also bitte, das hier ist definitiv nicht an deren Adresse. Die Jungs von Möller und Boyer, das sind richtig gute Schrauber. Und die arbeiten natürlich nach Scania-Vorgaben und verbauen die Filter, die Scania vorgibt. So, die Filter, die Scania aber hatte, die waren halt einfach scheiße. Es ist halt einfach so. Lässt sich nicht schönreden, müssen sie mit klarkommen. Wer Scheiße baut, muss auch das Echo verkraften, ne? Und dann haben sie mich auch zurückgerufen, haben gesagt, Sascha, du hast vor einem knappen Jahr, ich glaube vor 9 oder 10 Monaten, hast du einen neuen Filter gekriegt. Den wollen wir uns angucken und direkt tauschen. Das war auch gut so, denn dieser Filter, der nicht mal ein Jahr hier im LKW gesessen hat, der war auch schon wieder am Rosten und war dabei, die Gummilippe nach oben zu drücken. Das heißt, auch mein Getriebe hätte Schaden nehmen können innerhalb der nächsten 2-3 Monate. Auf jeden Fall vorm nächsten Intervall wäre dieser Filter fällig gewesen und hätte mir mein Getriebe zerstört. Herzlichen Glückwunsch. Das ist doch einfach scheiße, sowas.
Jetzt haben wir einen Filter eingebaut bekommen, der aus einer neueren Charge ist. Ich weiß gar nicht, selber mag da gar nicht mal unbedingt dran schuld sein, weil das ist ein Zubehörteil. Wahrscheinlich, da steht zwar Scania drauf, aber das wird von irgendeinem Zulieferer sein. Aber alter Falter, warum müssen selbst bei uns in der Firma erst 3 Getriebe hochgehen, bevor dieser Mangel erkannt wird? Da fahren noch 100.000 LKWs von durch die Gegend. Das gibt's doch nicht, ne? Und dann ist das jetzt ein interner Rückruf gewesen. Ich weiß nicht, ob andere Leute ihre Fahrzeuge auch schon zurückgerufen worden aus diesem Grund. Kann ich euch nicht sagen. Aber wenn ihr in Scania fahrt, dann schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr dieses Problem kennt und ob es bei euch in der Firma auch schon Ausfälle deswegen gegeben hat. Weil ganz ehrlich, das geht böse ins Geld. Und zwar richtig böse. Wir sprechen hier über richtig, richtig üble Kosten. Boah. Mann. Und dementsprechend bin ich halt auch echt. Ich bin nicht der Typ, der jetzt sagt hier, oh ja, geilster LKW der Welt. Nee, werdet ihr von mir definitiv über das Auto nicht hören. Das ist ein schönes Auto. Der Motor, Antriebsstrang, hundertprozentig. Die Hütte ist schön. Ja, das ist echt ein schicker LKW. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber es ist nicht das Nonplusultra. Ja, das hier ist kein Bentley. Wobei bei Bentley ja auch VW mit drin sitzt. Also von daher ist der Vergleich gar nicht mehr so weit hergeholt. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Das hier ist eben kein Maybach oder was weiß ich. Und dementsprechend finde ich auch so manches Mal, es gibt so, wie soll ich das jetzt am besten ausdrücken? Leute, es gibt Fanboys, nenne ich die. Oder ganz viele Leute nennen sowas Fanboys. Das sind Leute, die haben halt einen Hang zu der Marke und da kommt dann auch nichts drüber. Und wehe, du sagst nur einen Ton, wirst du quasi direkt gelyncht. Ist so. Ich bin kein Fanboy. Vor allen Dingen nicht von Scania. Das will ich mal gerade ganz, ganz klar offenlegen. Ich bin ein Fan von DAF. Das war ich schon immer. Und wer meinen Kanal schon sehr, sehr lange verfolgt, der weiß das. Denn ich bin ja früher quasi nur DAF gefahren und das ist mein erster Scania und ich will dort danach keinen mehr haben. Aus verschiedenen Gründen. Nicht, weil es ein schlechter LKW ist. Das will ich nämlich unterstreichen. So ist es nicht. Das ist hier kein schlechter LKW. Ja, definitiv nicht. Er ist nicht schlecht, er ist nicht scheiße. Er ist gut, aber er ist halt nicht das Geilste der Welt. Das möchte ich einmal so sagen. Das Fahrwerk, das ist so lala. Echt nicht toll. Die Geräuschkulisse im Fahrzeug selber ist unterirdisch. Ne? Müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Sobald er mal ein bisschen im Wind fahrt mit dem Fahrzeug, dann könnt ihr kaum noch telefonieren mit der Freisprecheinrichtung, weil ihr könnt das Radio gar nicht so laut drehen, dass ihr danach noch die Stimmen hört. Ist echt Murks. Ne? Die Hütte ist toll, die Sitze sind bequem, die Lenkung ist super, das Bremsverhalten ist super. Echt alles gut und schön, aber halt nicht der geilste der Welt. Und seid euch sicher, auch wenn ich den neuen DAF fahre, werde ich auch dort Mängel finden, wo ich dann sagen kann, okay, es ist ein guter LKW, aber es ist auch nicht der beste der Welt. Den besten der Welt gibt es nämlich, glaube ich, gar nicht. Der beste LKW der Welt ist nämlich ein Mix aus ganz vielen verschiedenen Marken. Und diejenigen von euch, die schon länger LKW fahren und auch schon verschiedene Marken durchgefahren haben, so wie auch ich. Ich bin ja auch eine Volvo schon gefahren. Ich habe schon ein paar Kilometer im Daimler gefahren. Ich bin auch schon MAN gefahren. Ich habe auf MAN ja auch meine Fahrschule gemacht. Dementsprechend, ja, so ein Mix aus ganz vielen Herstellern wäre wahrscheinlich der perfekte. Aber das wird es natürlich so nicht geben. Ne, das möchte ich jetzt einmal so anmerken. Oh, herrlich, ich muss noch mein Tacho umstellen. Wir sind ja jetzt wieder hier im metrischen System unterwegs. Hört ihr das? Es ist jetzt wieder so laut hier in dem Auto. Und dabei fahren wir durch einen Tunnel. So. Einheiten. Metrisch. Top. Ach Mensch. So, jetzt ab auf den Parkplatz. Ich habe nämlich Bock auf Livestream. Und ihr hoffentlich auch, ne?
Ja, in einer halben Stunde geht's los. Muss noch hoffen, dass ich genug Internet gleich habe. Ist auch eine ganz wichtige Kiste bei der Sache. Also wie gesagt, wir haben jetzt noch ein paar Kilometer zu fahren und dann machen wir Livestream und wir sehen uns dann in diesem Video morgen früh wieder. Alles klar? Perfekt. Hingehauen. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Es ist Mittwoch und wir fahren jetzt gleich zu unserem ersten Kunden, der über 60 Kubikmeter kriegt. Ihr guckt mal nach vorne und ich erzähle was. So, es ist 8.07 Uhr und wir werden in circa 10 Minuten beim Kunden sein. So. Oh, herrlich. Herrlich. Habe ich Lust aufs Abladen? Ah, nicht so wirklich, aber mein Gott. Ne? Man kann ja nicht alles haben im Leben. Gestern Abend Livestream gehabt mit euch. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Heute Abend werden wir das erste Kalendertürchen öffnen und jemanden glücklich machen. Übrigens noch einmal für die Kalendertürchen ganz wichtig, für alle, die das jetzt dann quasi hören oder sehen. Verschickt werden die Pakete zwischen Weihnachten und Neujahr, weil ich dann Urlaub habe und dann habe ich einfach die Zeit, mich darum zu kümmern. Das ist jetzt während der Arbeit am Wochenende ist das einfach so ein Ding, das kriege ich nicht hin. Da seid ihr mir garantiert nicht böse drüber, ne? Das heißt, es wird eine verspätete Kalenderüberraschung für alle. Ihr werdet erfahren, wer was kriegt. Ja. Verschicken werde ich sie aber zwischen Weihnachten und Neujahr. Oh, herrlich, ey. So, jetzt sollen wir hier den Kreisverkehr noch queren. Perfekt. Heute machen wir 2 Kunden, ne? Und morgen 3. Das heißt, wir werden jetzt heute Eco machen. Nein, erstmal Cube machen, dann machen wir Eco. Und dann fahren wir noch bis kurz vor Belfast auf den Rasthof. Und da gehen wir dann wieder in Feierabend. Dann haben wir auch unsere 8 Stunden Arbeit voll. Und zwar ganz, ganz locker. Blinker ist an nach rechts. Bin ich bei 60. Viel schneller muss ich auch eigentlich gar nicht mehr werden. Hinter mir ist frei. Weil wir jetzt gleich abfahren werden. Und da muss ich den kalten Motor jetzt nicht stressen, dass er auf 90 hochkommt. Wenn wir ja eh nur 2 Kilometer auf der Autobahn sind. Na? 72 haben wir jetzt. Ach, herrlich. Ich glaube, beim Abladen werde ich die Kamera mal vorsichtshalber mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich filmen werde. Das sehen wir dann. Marcel müsste jetzt auch noch da sein. Sehr gut. Ja, Marcel hatte gestern da ein bisschen über 20 Kubik abzuladen und seine Küchen sind ins Außenlager gekommen. Die haben bei Cube nämlich ein Außenlager, was ein bisschen weiter weg ist. Und dementsprechend... Oh, jetzt kommt auch Wärme ins Auto rein. Und dementsprechend müssen wir mal gucken, ob wir unsere Küchen alle bei Cube lassen oder nicht. Ne? Das weiß ich noch nicht. Super.
Heute gibt es auf jeden Fall endlich mal wieder ein bisschen Bewegung für die Knochen, damit die mal wieder aufhören zu rosten, ne? Damit sich der Flugrost mal wieder ein bisschen von der Gelenke löst. Das ist auch gut so. So, jetzt habe ich Gas raus, lassen rollen, weil es hier bergauf geht. Nehmen wir schon durchs Rollen gut Geschwindigkeit weg. So. Blinker rechts. Und Blinker links. Kreisverkehr geradeaus. Boah, die Autobahn Richtung Dublin ist richtig voll. Da merkt man richtig, dass viele Leute, die in Dublin arbeiten, eigentlich außerhalb wohnen. So, nächsten Kreisverkehr fahren wir auch nochmal geradeaus drüber. Scheibenwischer jetzt gerade Harakiri machen muss. Schön, so, da sind wir jetzt fast da. Marcel steht draußen, das heißt auch er ist noch nicht reingekommen. Ja, gut, dass ich mich heute Morgen nicht gestresst habe. Gut, dass ich mich heute Morgen noch nicht gestresst habe. Also wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen. Ich denke mal, dass es eine halbe Stunde, Stunde dauern kann. Ja. Motor lasse ich laufen, damit die Batterie ein bisschen laden kann. Gut. Marcel war offensichtlich schon fleißig, hat ein bisschen was sortiert am Auflieger. Er scheint aber nicht auf dem Auflieger zu sein aktuell. Ah. Da steht die Krimhild und da steht der Marcel. Guten Morgen! Das sieht ja mal richtig lecker aus hier auf dem Auflieger, ey. Pures Chaos wieder, ne? Herrlich. Ach Mensch. Ja Leute, der Marcel, der sortiert jetzt gerade vor, weil er hatte mich ein absolutes Chaos auf dem Auflieger und muss noch warten, bis er reinfahren darf. Wir dürfen wahrscheinlich erst nach Marcel reinfahren, ist aber auch vollkommen okay. Und dementsprechend sehen wir uns dann gleich, ja? Rinja hauen! Ach, herrlich. So, lassen wir Marcel mal ganz in Ruhe arbeiten, ne? Und werden wir mal dezent einsteigen wieder ins Auto. Ah. Ah, zack. Herrlich. So, die Heizung läuft. Alles ist schick. Aber das kann noch dauern. Ich zeig's euch mal. Da vorne, da müssen wir immer zum Entladen ranfahren und da stehen aber noch ganz viele. Da warten wir mal ab.